Einerseits gibt's die offene Straße und die Freiheit, vor meinen Problemen wegzulaufen. Andererseits die Helmfrisur. Hm. Naja, obwohl, ne? Helmfrisur, also ich meine, das ist schon... Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Die Gelegenheit ist jetzt. Bierflaschen, natürlich Bierflaschen. Wir schauen uns erstmal Bierflaschen an. Ich mache den Barjob noch nicht allzu lang, aber ich bin ziemlich sicher, dass die in der Bar sein sollten. Vielleicht hat jemand einfach gekauft, was hältst du denn davon? Und dann wurde hier getrunken ohne Bar. Da steht was an der Tafel. Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. Ja, Teifen. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von dem Komitee zur Verschönerung von Haven Springs. Ja. Wie gesagt, die sind halt überall. Du siehst sie überall und immer so... So passiv, aggressiv, freundlich. Weißt du, was ich meine? So, ne. Oh, Lichter sind echt schön. Es fühlt sich so komisch an, sich auf eine Feier vorzubereiten. Hm. Okay. Eine Vogel. Oh, Verzeihung. Hm? Schon gut. Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Sucht sie nach einem Vogel? Ich halte die Ohren offen. Echt cooles Fernglas. Beobachtest du Vögel? Ja. Ich nehme an einem Wettbewerb teil. Oh. Viel Glück. Danke. Also können wir ihr wirklich helfen oder ist es einfach nur so, ja, ich guck mal am Vogel? Du schreibst einen Roman? Seit wann? Ich stehe noch ganz am Anfang. Ich habe echt keine Ahnung, ob es was wird. Hey, das ist doch toll. Wir wollten doch sowieso einen Kurs zusammen machen. Wie wär's mit kreativem Schreiben? Aber der wäre doch erst im Sommer. Hast du's eilig? Ich will nur... Nein, du hast recht. Alles gut. Nervös. Was, wenn ich morgen sterbe? Genau wie dieser Typ. Hatte ich ein gutes Leben? Was soll man darauf bloß antworten? Frag dich das weniger, sondern versuch mehr ein gutes Leben zu haben. Vielleicht genießt du den Augenblick da gerade mal. Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Hm. Cool. Schon wieder Wicker Man. Das kann man schon mal. Oh, Zeitungsleser, hallo. Einfach furchtbar. Er war noch so jung. In dem Artikel geht es sicher um Gabe. Ethan. Oh, Ethan ist zornig. Hört endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan... Er wirkt so einsam. Hey, Ethan. Hey, Alex. Ist alles klar bei dir? Alles gut. Okay. Gut geht es ihm nicht. Ich hätte das andere wählen sollen, wa? Ich bin für dich da. Wann immer du mich brauchst. Da stand gerade neue Dialogoptionen, aber ich wusste nicht, welches von den beiden. Aber, hä? Das hätte ja auch... Hä? Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber ausschließen kann ich es nicht. Echt schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. Ach so, weil ich gerade hier lang gegangen bin. Hier so. Und man echt darf... schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. Naja, können kannst du schon. Da hat das Spiel halt ein anderes Ende, ne? Im Moment wäre ich wirklich nicht überrascht, wenn das Frühlingsfest mit einem Opferritual endet. Blöd gerade mit Ethan, mit dem Ansprechen, das war ja doof. Hört endlich auf, mir zu sagen, dass alles okay ist, denn das ist es nicht. Und dann gehe ich dahin, alles klar bei dir? Das könnte unser gefiederter Freund sein. Oh, warte.
So. Oh, da, Vogel. Ansehen. Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Okay, interessant. Dass das... Oh, falsche Taste. Dass das geht. Schau mal hier schnell. Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Oh, oh, oh. Oh, oh, Gefahr. Gefahr. Warte, da ist die Vogelfreundin. Ich muss mich hier langpirschen. Statuenarsch. Als Ethan noch kleiner war, habe ich ab und zu auf ihn aufgepasst. Echt schlimm, was da passiert ist. Hast du ihn drüben beim Wasser gesehen? Ja, er sah fertig aus. Hab ihn nicht angesprochen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. Ja, ich hätte gerne. Aber Missformulierung. So, hey, 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 hey. Da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. Gerne. Gerne. Ja, schnapp ihn dir, Tiger. Viel Spaß. Mach's einfach. Los jetzt. Du schaffst es. Okay, komm. Ich gehe mal aus dem Weg. Wo geht's denn lang? Hä? Was ist denn? Ich gehe mal hinterher. Und jetzt... Hä? Was machst du? Was ist denn mit... Ah, jetzt. Ich glaube, KI weiß nicht, was los ist. So. Ich lock sie nur in diese dunkle Gasse hier offenbar. Aber guck mal, da oben ist der Vogel. Die stapft aber sehr energisch. Und jetzt guckt sie in diese Richtung. Cooles Bild. Hä? Und das sieht man sonst einfach gar nicht? Das ist einfach hier hinten irgendwo in so einer Sackgasse, wo man... Okay, cool. So, warte. Hallo. Hallo, guck mir genau. Wenn meine Brille mit ihrem Fernglas kollidiert, entsteht ein neues Universum. Oder so ein gemündelter Laserstrahl. So, okay. Können wir da mal Pike Hallo sagen? Alles in mir sträubt sich dagegen, aber... Ja, naja, naja, naja. Hallo, Pike. Oh. Oh nein. Ach, ich muss es tun. Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Da hast du natürlich recht, du gut aussehender Bastard. Ich wette, Pike hatte es in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Ja, in den nächsten wahrscheinlich auch nicht. Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Naja, ja. Mir geht's gut. Okay. Ist gut, denke ich. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Mac ist ein Lügner. Ja, ja, ich glaube, dass Mac ein Lügner ist. Ich werde bald bereit sein, ja. Und Mac, ich glaube, dass Mac ein Lügner ist. Aber wir haben viel zu viel... Warum wird uns das ständig reingedrückt? Das macht mich skeptisch. Ständig überall in der Ecke werden wir dahin gelenkt. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Stress. Es ist immer noch merkwürdig. Nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe, aber es ist immer noch merkwürdig. So, am See waren wir schon, da waren wir schon. Hier ist die Black Lantern, da ist noch ein Schild. Oh, was ist denn hier?
Minenwagen. Okay. Nichts schreit so laut Haven wie dieses Ding da. Oh, ist eine coole Idee. Den Minenwagen als Setzkasten ist eine coole Idee. Ich weiß nicht, wann die Worte Gabe Chen und Trauerfeier aufhören werden, seltsam zu klingen. Aber noch ist es nicht der Fall. Hm. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Ja, aber wann denn? Wann ist denn der richtige Moment? Sag mal bitte. Also ich werde alles von Haven gerade mitnehmen, was wir können, ne? Ist euch klar. Auch die Wildblumen hier, die wir vielleicht bestimmt irgendwas brauchen. Das klassische Sinnbild des Neuanfangs. Der Beginn von Last of Us. Ein Schild, da können wir noch ein paar Klamotten kaufen vielleicht. Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Aber knapp. Wird ganz knapp. Hauptsache genug Bartwichse. So ein Schwachsinn. Es ist unser Recht zu wissen, was mit unseren Jobs ist. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass sich irgendwas ändert, oder? Schwer zu sagen. Ja, weil uns verdammt nochmal keiner was sagt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Jemand ist gestorben. Die Situation ist echt beschissen. Aber sie könnten uns wenigstens sagen, was jetzt aus unseren Jobs wird. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass der Stadtrat dafür stimmt. Hat einer von euch Loudon gesehen? Nicht seit seiner letzten Schicht. Armes Schwein. Wir sollten ihm mal ein Bier ausgeben. Hat er sich verdient, der Arme. Ich habe Typhon 8 Jahre meines Lebens geopfert. Und die können mir nicht mal eine einfache Antwort geben? Typhon interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Richtig. Das sage ich die ganze Zeit. Predige es, Schwester. Cruises, Kajaks. Ein Windspiel. Das Windspiel. Die erste Swingband. Und ein tibetanischer Laden, die Schätze von Tibet. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Soll ich mal versuchen? Vielleicht kann ich dann einschlafen. Treasures of Tibet. Rein können wir nicht, ne? Ist Klosett gerade. Okay. Tut mir echt leid. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja, ich bin einfach nur darauf gefreut, den Tellerpeak zu besteigen. Die Wege bleiben wohl noch eine Weile geschlossen. Jemand ist da vor ein paar Tagen in der Schlucht gestorben. Naja, wir versuchen es einfach nochmal, wenn ich mit Mom und Dad am 4. Juli komme. Ja, machen wir. Ach, sie ist sauer deswegen, klar. Warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja, wir alle haben hier zu kämpfen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ich will noch nicht in die Apotheke, ich will mich ein bisschen umgucken. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Wenn wir was haben, ist es Zeit, aber erstmal schaue ich mich ein bisschen um. Ich will hören, was die Leute so denken und sagen und tun. Flugblatt. Colorado, was ist das für ein Flugblatt? Ich verstehe es einfach nicht. Essen die Leute kein Eis mehr? Ich habe mir die Zahlen angesehen. Wenn wir nur 3 Tage die Woche öffnen, kommen wir über die Runden. Und das war's? Wir kommen über die Runden und mehr nicht? Es kommen wieder bessere Tage. Die Piratenpfirsiche sind doch ein Erfolg, weißt du? Ja, schön. Die Piratenpfirsiche waren eine gute Idee. Ah, hatte ich also recht, ja? Wie fühlt sich das an? Eher unangenehm. Ah, sie sollten die Rumrosinen mehr bewerben. Sie sind echt lecker. Du hast aber nicht wieder echten Rum reingetan, oder? Nein. Übrigens, ich habe noch einen Radiospot geschaltet. Das sollte helfen. Hoffentlich ist das nicht der, den du mir letztens vorgelesen hast. Der war echt seltsam. Er ist nicht seltsam, sondern lustig. Hast du nie Spaß? Sonny. Er bleibt in Erinnerung. Mach dir keine Sorgen, ja?
Diese Stadt kämpft sich wieder zurück. Vertrau mir. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast. Diese Gespräche gehen sehr lang. Ist irgendwie cool. Sehr viel Mühe gegeben. Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Und sie ist zornig. Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Hoffentlich wird's wieder. So kämpft jeder auf seine Art und Weise. Nichts ist festlicher als 3 Ausrufezeichen. Comic Sans fehlt noch. Feiert Haven, feiert den Frühling, Frühlingsfest, gesponsert von der Typhon Main Gesellschaft. Ja, natürlich. In your face, an jeder Ecke. So, wir kommen da wahrscheinlich nicht lang, ne? Das Sightseeing muss erstmal warten. Ich muss jetzt zu Mac. Spamps. Was ist ein Spamps? Okay, lass mich raten. Ich kann auch nicht hier in die Richtung, ne? Ne. Und da? Hab Mac immer noch nicht gefunden. Huch. Jet meinte, ich soll im Blumenladen nachsehen. Was war das denn gerade? Hast du dir schon einen Hühnerstall geleistet? Nein, kann ich nicht. Ich habe schon viel zu viel Geld in den Holzfäller investiert. Unfassbar, dass du dachtest, mir gefällt dieses Spiel. Spiel's einfach. Du wirst schon sehen. Nur wenn du mit Schatten und Licht anfängst. Ich denk drüber nach. Rollenspieler? Viele Rollenspieler hier offenbar. Und wie weit geht's da lang? Und was ist das hier alles? Ich bin neugierig, ich will da reingucken und es sieht so aus, als könnte man da drin rumlaufen. Weil das so detailliert ist, irgendwie. Oder? Ach, das ist die andere Seite von hier. Oh, da kommt man hin. Nee, ist das... Ja, nö, ist nicht die andere Seite von hier, sieht aber ähnlich aus. Okay, da sitzt kein Vogel. Und lass mich raten, über die Brücke geht's nicht, weil... irgendwann anders. Ach so, Gärtner. Weil die Gärtner hier natürlich dementsprechend... Eine sehr motivierte Blume sehe ich da drüben. Sehr motivierte Mutantenblume. Und hier die Gärtner... Junge, Junge, die Gärtner. Das vermiest einmal auch den ganzen Urlaub, wenn man nicht da drüber kann. Aber trotzdem cool, dass es halt so... Naja, Open World ist es nicht, aber es ist Open Town. City ist es ja auch nicht, aber... Townchen. Open Städtchen. Bait and Tackle. Wieder die Warteschlange. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja, halt doch mal die Klappe! AAA-Mitgliedschaft kündigen. Nein, ich sagte kündigen! Kündigen! Hm? Nicht weiterleiten! Kündigen! Angestellter! Angestellter! Eine Person. Ich will mit einer Person sprechen. Wunderbar. Wieder die Warteschleife. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, ja, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Okay, das kennen wir schon. Nein, ich sagte kündigen. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. Ja, trotzdem, ja. Ermittlung im Unfalltod läuft weiter. Wer ermittelt denn da und was wird denn da ermittelt? Oh, hier, Mädchen auf der Bank. Kein Gespräch. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Okay, erstmal zu denen hier. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Ach, die hatten wir schon. Aber hier waren wir noch nicht. Sag mal, wollen wir nächste Woche was unternehmen? Ach, die beiden. Gern. Ich gehe Mittwochabend zum Töpfern. Willst du mitkommen? Gleiches Gespräch. Zu dem Kurs? Vielleicht. Wollen wir vorher was essen?
Ich esse vorher immer was mit Katie. Komm doch mit. Oh, ich dachte eher nur zu zweit. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jeff sagte, Charlotte will mit mir reden. Geht dir das nicht langsam lästig? Nein. Er hat's halt wieder probiert. Oh, der Arme. Oh Mann, Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Ja, ja. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Hm. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Moment. Nein, was rede ich denn da? Hä? Das geht mich absolut nichts an. Doch, misch dich ein, los! Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Apotheke. Entschuldigung. Den war wohl nicht danach, die Miene zu malen. Das wäre ein schöner Kommentar zu diesem Bild. Voll das geile Bild. Oh, Riley. Oh. Oha. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich Sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Ja, aber ich wünschte, aus den Dialogoptionen würde klar werden, ne, nicht was das Richtige ist, aber... Sie wird ganz schön aufgebracht. Was wir gerade freigeschaltet haben zum Beispiel. Hey, Riley. Alex. Hey. Ich wünschte, Dialogoptionen wären keine Stichworte. Ne? Weißt du noch die große Diskussion bei Fallout? Mit diesen komischen Rädchen, eben mit diesem, oder bei Mass Effect war das, glaube ich, auch. Wo diese Rädchen hast, wo Stichworte stehen und dann sagt man was ganz anderes, als man eigentlich denkt, was da kommt. Und dann ist alles kaputt. Ah, ich hasse, ja, ich liebe das Spiel. Ich hasse diese Optionsrädchen. Ich hätte lieber gerne die ausgeschriebenen Antworten, das, was man genau antwortet, in so einer Liste, wie bei Text Adventures damals, gerne aber mit YXBA oder wie auch immer. So, ich frag mal nach Mac. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Cool, das wollte ich gar nicht sagen. Cool. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Ich glaube nicht, dass er den Anruf ignoriert hat. Die haben schon telefoniert. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Das Unterstrichen ist das Neue dann wahrscheinlich, wa? Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich habe gesagt, ich müsste nachdenken. Aber ich... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Charlotte?
Schön, dass er dich hat. Danke, Alex. Wirklich. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Sie hat Glück, dich zu haben. Danke. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Wir haben was erfahren. Der Mac will durchbrennen, weil er sich... Bis bald, ja? Ja, bis bald. Tschüss. Ne, tschüss. Ja. Ja, tschüss. Wann immer du magst. Und wann immer du magst. Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. Ja. Einfach, aber effektiv. Und wahr. Pfotenabdruck? Hä? Das kann nur bedeuten, irgendwo wartet ein Hund darauf, von mir gestreichelt zu werden. Ja, ich hoffe mal, wir finden ihn irgendwo. Ihr könnt das nicht versprechen und dann nicht einhalten. Oh. Was ist denn das da hinten? Ist das eine gute Idee, aber ein Tor zu öffnen? Hier ist noch ein Hund drin. Kann ich vielleicht erstmal reingucken? Aschenbecher mit Kippen. Ich sehe nichts, aber ich höre es schon wieder piepen. Ich glaube, wir sind hier auf... Hier sind wir am Ende Schlafplatz. Okay. Ja, was ist denn das da hinten? Wir öffnen mal. Was soll schon passieren? Shit. Vielleicht gibt es hier etwas, womit ich das Tor öffnen kann. Mhm. Ein Greifspielzeug? Damit sollte es klappen. Was machen wir hier gerade? Okay. Was passiert hier gerade? Ich bin schon für weniger eingebrochen. Was? Moment. Kriminelle Familie. Wagenrad? Hä? Brechen wir wirklich gerade ein? Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Aber... Was? Ansehen? Achso, das war das Ansehen, aber... Was mache ich hier? Hä? Warum sind wir jetzt hier drin? Wagenrad. Und sonst? Ich verstehe nicht ganz, warum wir die Tür jetzt geöffnet haben. Hier steht ein Rad. Und da ist ein Wagenrad. Jiha. I don't understand. Ist das... Es ist sehr cowboyig hier offenbar. Aber ist das wieder ein Easter Egg, was ich nicht raffe? Oder ist das einfach nur... Hä? Da liegt noch was auf dem Tisch, was ich aber nicht erkennen kann. Kann ich nicht erkennen, sieht aus wie Spielkarten. Ich verstehe es gerade leider nicht. Vielleicht entgeht mir wieder was und ich schlage dann irgendwann die Hände über den Kopf zusammen und sage, ach ja, weil irgendwer weiß, um was es sich handelt. Hier ist ein Schlafplatz wahrscheinlich. Na. Selbst nach allem, was mir passiert ist, musste ich nie auf der Straße leben. Ich hoffe, wem auch immer das gehört, geht's gut. Das hoffe ich auch. Aber ist hier hinten zumindest auch ruhig. Direkt am Fluss. Das hier verstehe ich immer noch nicht. Ciao, Riley. Dankeschön nochmal.
Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ja. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja. Warnhinweis, das kennen wir schon. Flugblatt. Oh, Bücherladen. General Store, da stehen noch zwei. Und dann können wir gleich weitermachen. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen. Mehr Jobs bedeutet mehr Kunden für sie. Ja. Okay, cool. Was ist eigentlich mit dem Unfall? Das macht mir schon Sorgen. Falls Typhon bankrott geht, würde ich alle Kunden verlieren. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Sie sind seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber in Haven. Ja. Okay. Ja, finde ich gut. Das heißt auch... Freut mich zu hören. Ich setze den Vertrag auf und rufe Sie morgen an, um die nächsten Schritte zu besprechen. Super. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen. Warte mal, da sind auch noch welche. Ah, die hatten wir schon. Herr Pieke. Eine Tafel. Ich dachte immer schon, Bergarbeit ist gefährlich, aber meine Fresse. Gewidmet der Erinnerung an die 8 Bergarbeiter, die im Einsturz der Tellermine 1897 starben. Fort aber nicht vergessen. Das war auch alles vertuscht. So, Statuenarsch haben wir noch. Damals kamen wenigstens nur Bergarbeiter bei Minenunglücken ums Leben. Achso, ja klar, nur Bergarbeiter. Mhm, okay, klar, natürlich. Weil deren Leben ja weniger wert ist, ne? Okay. Kann man ja auch so sehen. Entschuldigung, ich verstehe, Sie sind Trauer, aber... schwierige Aussage. So, ansonsten... haben wir, glaube ich, alles durch. Die drei da hinten. Was machen die da? Wieso stehen die so? Die waren doch vorhin nicht da. Hallo? Bremsen die sich vielleicht gerade gegenseitig aus? Kann das sein, dass so NPCs sind, die eigentlich... Okay. Na gut, wir wollten zum Plattenladen und wir wollten... Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ja. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Und vor der Apotheke wollten wir, glaube ich, noch auch woanders... Ah nee, wir wollten erstmal die... Steph wollte, ja, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Genau. Erst hier rein, dann in die Apotheke. So machen wir's.